60.000 Euro, 6 Meter Länge, ganz kompakt. Man kann es überall mitnehmen. Es ist praktisch ein Wohnwagen auf Rädern, aber trotzdem ein Tiny House. Und das Geniale dabei ist, man kann es problemlos auch ziehen. Es wiegt nicht so viel, oder? Das wiegt 3 Tonnen. Wiegt 3 Tonnen, das heißt, man könnte es mit deinem Ranger ziehen. Ja, das machen wir auch. Wenn du mal kurz mitkommst, das Ganze steht auf einem Fahrwerk drauf. Das ist ein Flemmix-Fahrwerk, was die meisten Schreiner auch nutzen. Lässt sich super gut auf der Straße ziehen, weil dieses Haus ist jetzt nicht sonderlich hoch und ist genau für solche Zwecke gedacht, dass man wirklich damit auch auf Messen geht und auch von A nach B ohne Probleme transportieren kann. Dusche? Haben wir dabei. So, und Dusche ist mit dabei, Bad ist mit dabei. Also ein richtig kleines, schönes Haus. Wenn wir gleich reingehen, ist das genauso wie eure Häuser hier. Es ist unglaublich gemütlich. Und das werden wir gleich mal live erfahren, indem wir reingehen. Das Material auch wieder Holz? Das ist alles komplett Holz. Ja. Das heißt, wir gucken aus und das ist echtes Holz? Ja, genau. Kein Sandwich? Kein Sandwich, nein. Okay, hier sieht man auch die Maserung, also da ist nichts hier China oder so. Das Ganze wird von euch gebaut. Finishing, die Endkontrolle, wie läuft das? Ja, die Endkontrolle, die machen wir und dann kommt der Kunde in die Halle und nimmt das sozusagen mit uns zusammen ab. Also das muss alles fachgerecht abgenommen werden. Ja, hier gibt es auch eine TÜV-Zulassung, das heißt, man kann damit wirklich problemlos auf der Straße fahren und die Polizisten, die freuen sich dann auch immer, sich die Häuser anzuschauen. Okay, das ist wahrscheinlich nicht so bekannt, das sieht man nicht so oft. Nein, das siehst du nicht so oft, deswegen sind sie immer sehr neugierig, also sie halten einen auf jeden Fall an, aber dafür sorgen wir ja auch, dass es auch alles... Da rufen auch die Leute an, da fährt ein Haus auf der Straße, ja. Genau. Die Farbe kann ich wählen? Genau, die Farbe kannst du wählen, sowohl von den Fenstern als auch von der Fassade, als auch von dem Dach. Das heißt, der Kunde ist hier auch komplett flexibel, ob er das in Rot, Blau, Grün haben möchte. So, da ist eine Dachrinne dran. Das Coole ist, ich kann es mitziehen. Ich könnte damit auf Reisen gehen? Ja. Jetzt frage ich mal, das geht? Das geht. Dieses Haus ist perfekt dafür gebaut, weil es halt auch nur 6 Meter mal 2,50 Meter ist. Das heißt, es liegt auch sehr gut auf der Straße, ist nicht zu schwer und lässt sich super gut ziehen. Oh, liegt wie ein Brett auf der Straße. Jetzt bin ich mal echt gespannt, weil das hier läuft ja jetzt in Konkurrenz zum Wohnwagen. Hier vorne haben wir eine Treppe mit drin. Die muss man ja nicht mitnehmen. Da kann man auch eine Trittstufe mitnehmen. Richtig, genau. Ja. Genau. Die so ist natürlich jetzt sehr massiv. Soll ich vorgehen? Ja, geh ruhig mal vor. 230 Volt. Anschluss ist unterm Wagen. Genau. So, ich guck mal gerade. Wir haben nämlich Neuschnee heute Nacht bekommen. So, ich muss ein bisschen ab. Und das ist der erste Blick rein. Die Sarah ist noch hier. Und die Valeria, das ist hier Valeria. Die Chefin. Die Valeria? Genau. Oh Gott, ich hab jedes Mal gesagt Valeria. Ist das schlimm? Da muss doch jedes Mal ein Schauder durch hier durchgehen. Ich denke, der Sven lernt das nie. Boah, ihr habt aber den Raum so perfekt ausgenutzt. Guck mal hier oben drauf, da kannst du noch Stauraum haben. Genau. Die Valeria, richtig? Ja. So, und hier ist die Küche. Das ist doch wieder deine Küche, oder? Das ist auch wieder, ja, so den Stil finde ich auch sehr schön. Landhaus so ein bisschen, ja, ist ganz urig. So, lass mich mal ganz kurz das hier erfahren. Ich war noch nicht drin, habe das jetzt für euch entdeckt. Das kostet 60.000 Euro. Dieses Tiny House Küste 2XL heißt es. Kann sofort gekauft werden, zumindest mal heute jetzt am 16. Dezember 2022. Und es heißt Küste 2XL. Ich zeig's mal gerade, da ist es. Und der Platz ist sensationell. Du hast Stockbetten oben drüber. Kann noch jemand schlafen? Richtig, da können zwei kleine Kinder schlafen oder vielleicht ein Erwachsener. Und hier unten, das ist das Highlight, hier hast du ein richtig schönes, großes Bettchen mit viel Licht. Das heißt, wenn man mit dem Tiny House reist, dann wäre es natürlich schon schön, wenn man dann auch den Ausblick genießen kann. Hier haben wir einen Fernseher, extra Stauraum verbaut. Ich kann das jetzt nicht heben, aber ich glaube, das kann man sich ganz gut vorstellen. Und hier haben wir einen Klapptisch mit Stühlen und auch einem Kleiderschrank. So eine große Küche, das kommt alles mit? Bett ist dabei, ist Küche? Alles dabei, genau. So, Küche ist dabei, das Fahrwerk natürlich mit dabei, die Mehrwertsteuer ist mit drin. Mhm. So, dann hast du einen richtigen Holzaufbau, innen, außen Holz? Ja, genau. Wir sind hier komplett bei einem Holzständerwerk. Von innen Fichte, Tanne, von außen haben wir Douglasie. Das ist ein Infrarotheizkörper, der dafür sorgt, dass die Wärme hier in dem Haus auch ausgestrahlt wird. Man kann aber auch aus der, sag mal, entsprechenden Campingtechnik eine Tuma reinmachen. Richtig, eine alte. Das kann der Kunde dann optional wählen, wie er das gerne hätte. In diesem Haus, das haben wir jetzt für eine Kundin gebaut. Da haben wir jetzt feste Technik eingebaut.
Das wirst du auch gleich im Badezimmer sehen, dass sie sich eine feste Toilette gewünscht hat. Gut, es ist ein kleines Haus, aber es ist alles drin, was ich brauche für eine Person oder maximal zwei. Richtig. So, als Zweitwohnsitz natürlich ein Hammer, als Erstwohnsitz auch. Würde auch gehen. Minimalisten schon, ne? Haben wir auch tatsächlich Studenten, die in Berlin wohnen, die wohnen auch in so einem Tiny House und die sagen auch, alles besser wie in einem Hochhaus mit so, bitteschön. Da ist oben ja nicht offen, oder? Nee. Das, wow! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aha. Toilette bitte nicht benutzen. Ist das schon mal passiert? Nee. Ja. Ist schon passiert? Das ist tatsächlich schon mal passiert. Ist sehr unangenehm, oder? Die Kleinen. Ja, die Kleinkinder waren das eher, die gedacht haben, naja gut, das kann man ja dann schon nutzen. Okay, liegt ja auf der Hand, ist ja auch eine Toilette. Ja. Bei IKEA sind immer solche Plexiglas-Dinger drauf. Genau. Die müssen wir fast mal klauen bei denen. Eigentlich, ja. Die irgendwie oder halt selber machen. So eine Echtglasdusche? Mhm. Ja. Okay, die ist dabei. Okay, aber ich sag mal, so richtig wohl fühlt sich das Haus doch hier, wenn es, ich sag mal, nicht jeden Tag bewegt wird, sondern wenn es mal so, ich sag mal, 4 Wochen da, 6 Wochen da oder mal ein halbes Jahr da. Genau. Das ist so der, weil ich müsste hier schon ein paar Sachen schon sichern. Ich müsste die ganzen Sachen, die umfallen können, abnehmen und so weiter. Das dann ist, genau. Ich sag mal, die Sachen, die drin sind, müsste ich ausladen teilweise, weil ich bin ja bei 500 Kilo Zuladung im Festbereich auch schnell an den Grenzen. Also schon eher stationär, aber klein und fein, oder? Genau, also ich denke, man muss trotzdem auf nichts verzichten und hat immer irgendwie so ein kleines Haus mit dabei, so, ja. So, ist das dabei hier, das Regal? Das Regal ist mit dabei, ja. Okay. Sonst können wir drüber reden, oder? Ja. So, ich zeig mal, die Tür ist dabei, also hier diese Holztüren, Echtholz, genau. Das ist echte Schreinarbeit, oder? Ja, Kassetten, genau. Kassetten, okay. Und der Kunde kann die Farben aussuchen, wenn man jetzt sagt, okay, das ist uns zu holzig, dann kann man auch eine Fichtetanne in Weiß auswählen. Hier ist es in Natur, also hier ist man auch komplett flexibel. Gut, das hier wäre aber jetzt schon, ich würde alle Häuser, wie sie sind, so nehmen, wie sie sind. Ja. Weil das, ja echt, also ihr macht das echt super mit der Farbzusammenstellung. Ich kann mir vorstellen, dass die Qual der Wahl vielen Kunden abgenommen wird, oder? Ja, dadurch, dass ihr so stilsicher seid, oder? Ja, doch. Also viele Kunden nehmen es dann auch wirklich so, wie sie es gesehen haben, weil das für sie sehr stimmig ist. Ja. So. Induktion, was haben wir hier? Hier haben wir ein Ceranfeld. Ein Ceranfeld, okay. Dann haben wir hier eine große, große Spüle. Auf Wunsch natürlich auch eine Spülmaschine, wenn ich sowas will. Also es wird es ja hergeben. Ein bisschen Platz ist ja noch vom Gewicht her, oder? Genau, du hättest ja noch mal 500 Kilo. 500 Kilo hat man noch, die man mitnehmen kann. Kleiderschrank bitte mal öffnen, sagt man so nett. Großer Schrank. Und hier haben wir den Boiler versteckt, den Warmwasserboiler. Oh ja. Für die Dusche, ne? Großer Boiler, das heißt, ich kann auch mal ein bisschen länger. Das Coole ist ja, ich bin ja am festen Netz hier dran. Genau. Das heißt, also ich kann so lange duschen, wie ich will. Richtig. Und da ist ein großer Boiler, macht ja Sinn. Richtig. Ja. Und das ist jetzt für eine Kundin, deswegen haben wir jetzt das nach ihren Wünschen so gebaut. Ist das schon weg, das Haus? Nee, noch nicht. Sie hat das damals gekauft und hat aber gesagt, ich möchte doch ein anderes Modell, weil das ist das Schöne, dadurch, dass wir uns ja so viele Sachen einfallen lassen. Spielen die Kunden da auch mit und sagen, okay, das ist jetzt für mich gebaut, ich möchte aber jetzt doch noch ein zweites oder noch ein drittes. Oder ein viertes Haus. Oder ein viertes, genau. Und deswegen verkaufen wir das für sie, weil sie jetzt wieder sich ein schönes neues Haus ausgesucht hat. Also, liebe Zuschauer, dieses Haus könnt ihr sofort haben. Ja. Bitte mal öffnen, hier unten den Schrank. Jetzt muss man einmal kurz zeigen, jetzt wo die Leute es direkt kaufen können, zeigen wir mal. Das könnte man aber so oder so ähnlich nochmal 1:1 bauen. Ja, ja, auch da sind die Jalousien sind übrigens mit dabei, da ist genau, der Kühlschrank mit drin. Plissés, Kühlschrank mit einem kleinen Gefrierfach oben drin. Gott. So richtige Fenster wie zu Hause drin. Genau. Sag mal, das hier ist doch die optimale Alternative zum Wohnwagen, oder? Ja, das absolut. Echtes Holz, atmungsaktiv, ist diffusionsoffen. Genau, ist eigentlich oder? Wie ein Wohnwagen, nur halt ein bisschen schicker vielleicht, also man hat wie anders. Anders oder immer. Anders genau, man hat aber einfach so ein bisschen ein anderes Raumgefühl. Welches Haus? Ja, also es ist kein Gefühl. Sag mal, hier drunter ist auch Stauraum oder? Wie komme ich da ran an den Stauraum? Ja, da musst du schon die Matratze. Genau. Da muss die Matratze einmal hoch. Da darf ich mal sehen, einmal ganz kurz. Ja. Das wir nur einmal kurz sehen, weil die Leute werden ja vermuten, hey, was kann ich hier machen? Genau. Das heißt, darunter ist komplett Stauraum, richtig? Genau, darunter kann man dann komplett Sachen verstauen, irgendwie in Kisten oder sowas. Mhm. Lattenrost ist dabei, ein ordentliches Lattenrost, eine ordentliche Matratze. Ich kann es direkt benutzen. Das kann sofort für die Mittagsstunde genutzt werden, ja. Ist dabei die Lampe hier? Die Lampe ist mit dabei, ja. Okay. Ja, ich frage ja mal. Oben die Lampe auch?
Die sind auch mit dabei, genau. Okay, die Heizung auch, lieber die zwei Heizung Stück. Die sind auch inklusive, richtig, genau. Also, wenn ihr das haben möchtet, 60.000 Euro mit der Mehrwertsteuer, also roundabout 45 plus Steuer, genau. Plus minus. Ungefähr, ja. Ich habe es nur geschätzt jetzt. Tiny House Küste 2XL zum Sofortkauf verfügbar. Wir sind in Flensburg. Habt ihr in Hessen auch ein paar Häuser da, die direkt da sind? Auf jeden Fall, da haben wir 10 Stück stehen. Die man auch direkt kaufen kann, oder? Nicht alle, aber ein paar schon. Ein paar schon, sehr schön. Was ist denn das für ein Aufkleber? Wo kommt der denn her? Was denn hier? Das hat Sarah gemacht. Da bin ich raus. Sarah? Ich glaube, das ist ein Kunden. Das ist von der Kundin noch. Von der Kundin, ja, noch. Okay. Genau. Okay, ziemlich cool. Der Tisch ist abklappbar, oder? Richtig, genau. Den kann man abklappen, wenn man die Konstruktion unten wegnimmt. Und dann hat man hier halt auch nochmal richtig Platz. Zum Tanzen oder zum Umziehen oder wenn du irgendwas brauchst. Was ich gut finde, ist, wenn du mal gerade da stehen bleibst. Du bist ja über 1,80 Meter groß, ist die Raumhöhe. Auch da mal bitte die Arme genau mal anheben. Also da kommst du bei weitem nicht an die Decke. Du hast gar keine Platzangst. Das ist wirklich sehr offen. Und so. Sag mal, Sarah, wie komme ich denn oben auf das Bett drauf, wenn ich nicht mehr so gut zu Fuß bin und keine Turnerin? Da müsste man dann schauen, dass man eine Leiter dran stellt. Die kriegen wir aber auch mit dazu, dass man die direkt richtig einhängen kann, dass man an der Seite hochsteigen kann. Aber jetzt die Großen kommen da hoch, oder? Ja. Du auch? Ich komme da auch hoch. Okay. So, ich glaub's dir. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Tolles Tiny House. Also ich bin ziemlich beeindruckt. Klar, es ist ein bisschen teurer, aber man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Hier ist Holzbauweise, also kein Sandwich. Kann man nicht vergleichen. Also allein dieses Raumgefühl, dass es diffusionsoffen ist, das sind zwar nur wenige Prozent, aber die Leute, die beschreiben das als unglaublich wertvoll, oder? Ja, absolut. Also das sind auch die Kunden, die es auch genau wissen, dass wir genau sowas anbieten und kommen dann auch deswegen zu uns. Vital Camp GmbH, das Ganze hier in Flensburg. Wir sind durch. Ich frage mal dort in den Häusern. Sind wir das? Ich glaube schon. Also in Flensburg schon. Wann kommst du uns in Hessen besuchen? Oh, demnächst. Ich muss mal gucken. Gerne. Aber ihr macht ja Urlaub dann, wenn ich noch Zeit hatte. Aber vielleicht im Februar, denke ich. Komme ich mal vorbei. Geh mal bitte raus. Dann werden wir jetzt noch ein Video drehen, ein kurzes, nämlich einen kompletten Rundgang, wo wir nicht in jedes Haus reingehen werden, sondern das Ganze nochmal kurz beschreiben. Denn ich möchte einmal von der Straße aus starten, möchte das mal zeigen. Morgen geht's hier los. Es gibt Glühwein. Es gibt hier Glühwein. Punsch. Genau, dann gibt es hier noch ein bisschen Pfannkuchen und und dann gibt es noch, keine Ahnung, Kaffeekuchen. Europapark erinnert mich das so ein bisschen da. Da ist auch so eine Feriensiedlung. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Und hier ist das Lagerfeuer mit drin. Da hat der Hausmeister heute Morgen schon ein bisschen, oder? Schon ein bisschen eingeheizt heute Morgen, ja. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Heute, 16. Februar 2022 bei Vital Camp in Flensburg. Unverhofft kommt oft. Jetzt sind wir da gewesen und machen gleich noch einen kurzen Rundgang. 10 Minuten, die sich lohnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.